Der folgende Text ist ein exemplarisches Beispiel dafür, was passiert, wenn man ganz harmlos Scrabble spielt und mit den Worten einen Text macht. Und was ist mit dem Käse? Jan war in seinen besten Jahren, als er zum ersten Mal jene Jagd des Römer Zoos besichtigte, die sich ausschließlich nur von Rosen von Sylt ernährten. Diese Story hatte es besonders den Textern und Fotografen vom Stern-Magazin angetan, aber eigentlich berichtete jedes Magazin wenigstens und mindestens einmal davon und tat jedes Mal so, als sei die Entdeckung von römischen Jaks die syltische Rosenfraßen neu und aufregend. Auch Jan ließ sich von dieser Story beflügeln und dachte sogar daran, Jagdtexter zu werden, verwarf aber diese fixe Idee sehr schnell. Es gab schon genug Jagdtexter. Wenige Jahre später machte Jan doch Schlagzeilen. Da er ein angefangenes, zugunsten des Journalismus abgebrochenes Biologiestudium vorzuweisen hatte, hatte er in den letzten Jahren geforscht, bis die Reagenzgläser klirrten. Bis er eines Tages das fand, was ihm die Schlagzeilen bringen sollte. Im Met fand sich ein Gen, das eigentlich nur Hirse besitzen sollte. Skandal von Jan und schickte einen an die moralappellierenden Ruf, der in allen Namen und nicht namenhaften Blättern widerhallte. Allerdings nicht zu seinem Besten. Er musste nur ein Bein in einem Verlag setzen, schon gellte ihm ein Raus entgegen. Niemand wollte einen Skandalisten für sich arbeiten lassen. Skandal! Sein Leben bestand schon bald aus den weißen Türen, die vor ihm zugeknallt wurden, und den weißen Blättern auf seinem Schreibtisch, die er nicht mehr zu füllen vermochte. Irgendwann konnte Jan seine Miete nicht mehr bezahlen. Im ersten Monat ließen sie ihn noch in Ruhe. Die Vermieter hatten wohl Angst vor einem Skandal. Im darauffolgenden Monat, danke, war die Angst scheinbar geheilt. Sie rissen ihm die Zentralheizung raus, sodass er wieder einen Ofen benutzen musste. Bös legte sich eine Depression auf Jan. Um nicht völlig zu vereinsamen, bastelte er sich aus Hirse einen lebensgroßen Esel, der durch die zusätzliche schwarze Wolle eher wie ein überdimensionaler Mösenpelz aussah als ein Esel, aber immerhin ihr hatte er, wenn man ihm hinterm Ohr kraulte. Der Esel bewahrte Jan leider nicht davor, eine Türphobie zu entwickeln, die sich langsam aber sicher zu einer Türwut steigerte. Er hatte einfach zu viele Türen sehen müssen. Mit seinem letzten Geld kaufte er sich eine Axt. Um die letzte Tür seiner Wohnung, nämlich die Wohnungstür, zu zerschmettern. Da sprach auf einmal der Esel zu Jan. Nein, Jan! Erwäge es bitte, diese Handlung, die du geplant hast und gerade ausführen möchtest, noch einmal zu bedenken. Ich kann dir helfen, Jan. Jan war so verblüfft, dass er vergaß, die Axt fallen zu lassen, obwohl das dramaturgisch ganz gut reingepasst hätte. Aber nein, so können wir jetzt wenigstens lauschen, was der Esel dem Jan zu sagen hat. Jan war sogar so verblüfft, dass er nichts sagte. Der Esel sprach weiter. Lieber Jan, du hast mich erschaffen. Drum möchte ich dir danken, indem ich dich warne. Wenn du dich jetzt so gehen lässt, wirst du das für immer bereuen. Und ich weiß, was es heißt, etwas zu bereuen. In einem früheren Leben war ich ein Igel und ich weiß noch, wie ich Donald Duck zum Eisessen eingeladen hatte und mich nicht traute, ihm meine Liebe zu gestehen und er mit dem Eis in der Hand ging, ohne auch nur Adieu zu sagen. Und als ich versuchte, ihm auf meinen Tandem hinterher zu fahren und das nicht ging, weil man zum Tandem fahren ja zwei Leute braucht, da habe ich mir gesagt, Esel! Schrie Jan, der sich nicht mehr bremsen konnte. Jetzt komm doch mal zum Punkt! Der Esel sah auf die Axt, die immer noch in Jans Hand verweilte, räusperte sich und fuhr fort. Jan, du darfst nicht im Neid vegetieren, den du für all die Journalisten, Schriftsteller und Reporter empfindest, du. Neid? Welchen Neid denn? Diese Reaktion ist ganz natürlich, Jan. Wie bitte? Beruhig dich, Jan. Ich bin hier, um dir zu helfen. Du bist ein Hirse-Wolle-Esel, der gerade Psychoscheiß labert, schrie Jan und spuckte dabei auf die dreckigen Holztiere in seiner Einzimmerwohnung. Okay, Jan, wie du meinst, dann überspring mit diesen Teilen bekommen und komm zum Geschäft. Du musst deine grauen Zellen fit halten, Jan. Schreib über Käse. Käseschriftsteller bekommen derzeit unglaublich hohe Gagen. Über was? Jans Empörung wuchs mit jeder Sekunde, die der Esel redete. Käse. S.E. Käse. Voilà. Und dein Leben ist gerettet. Auf einmal schmunzelte Jan. Das erste Mal seit Wochen. Ich habe eine bessere Idee. Ich schreibe mein Erlebnis in Form einer Kurzgeschichte auf, lasse mich umoperieren, nenne mich Christina Schneider und trage diese Geschichte bei einer Lesebühne vor. Und was ist mit dem Käse? Fragte der Esel und er starrte augenblicklich zu Hirse und Wolle. Dankeschön.